Hier habe ich es wieder getan, eine Tür von braun auf weiß zu streichen mit drei Anstrichen und ich habe es gewagt, es auszutesten, den Lack direkt auf die Fläche zu streichen, ohne Multiprimer, ohne Isoprimer. Natürlich alles geschliffen, gereinigt und dann versucht mit dem Lack direkt drauf zu gehen. Und am nächsten Tag, siehe da, hier mein Fingernagel, das ist auch der einzige, den ich habe am Daumen, habe ich die Kratzprobe gemacht und hier nach dem zweiten Anstrich unten bei der Tür, wunderbar. Einwandfrei. Also ich bin total begeistert, habe jetzt die ganze Sache am nächsten Tag leicht angeraut, gereinigt und dann natürlich wieder lackiert. Zuerst die Ecken vorgestrichen, unten hier an dem Lüftungsgitter, das habe ich mit Jäger Isolierspray vorgesprüht, damit das auch weiß ist. Und dann eben jetzt hier die ganze Fläche am Lackieren, schön von oben nach unten quer und dann nochmal einmal hoch und runter und echt super.